Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine französische Box für dich. Jedenfalls kommt sie dieses Mal im Beutel. Es ist die Blessine Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blessine Box ist eine französische Box, die ich abonniert habe, weil ihr sie mir empfohlen habt. Und sie kostet 17,90 Euro pro Box und erscheint monatlich, also kostet sie auch 17 Euro monatlich. Und die haben auch einen schönen Online-Shop, da kann man auch gerne mal stöbern. Da gibt es auch coole Marken zu entdecken. Die Produkte, die in der Box enthalten sind, kann man dort auch größtenteils nachkaufen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was wir diesen Monat drin haben, beziehungsweise ich hatte den Karton bekommen und da war die Tasche lose drin und die ganzen Produkte auch. Und dann habe ich ganz schnell die Sachen alle in die Tasche reingepackt, denn die Tasche ist tatsächlich die Tasche, die wir eigentlich in der Sommerausgabe hätten drin haben sollen. Das ist von Juli und August, da haben die ja immer diese langen Sommerferien und da konnte man sich eine Tasche aussuchen und das ist die, die man letztes Mal hätte bekommen sollen, die aber nicht schnell genug geliefert wurde. Das ist ein ganz toller Shopper, der mir echt gut gefällt. Wir haben ja so eine Entschädigung bekommen, so einen Gutschein für da im Shop stöbern, ne? Den ich irgendwie gar nicht eingelöst habe. Egal. Und jetzt würde ich aber sagen, wir gucken mal, was in dem September quasi drin ist. Und ich greife einfach in die Tasche rein. Zuallererst haben wir hier ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Back to Beauty. Genau. Ja, nachdem wir uns im Sommer haben brutzeln lassen, können wir jetzt wieder wahrscheinlich eskalieren. Steht hier auf Französisch drin, ne? Also ich kann euch auch mal einblenden, was da so drin steht. Es geht halt um, dass man halt wieder zur Schönheit finden darf, keine Ahnung, dass man sich wieder schminken darf. Und man konnte sich dieses Mal nämlich einen MAC Lippenstift aussuchen in einer bestimmten Farbe, die man halt gerne haben möchte. Drei verschiedene hätte es gegeben. Und hier sind sie auch abgebildet, ne? Die bekommt man auch bei denen im Online-Shop. Und ja, ich glaube, damit starte ich auch einfach mal, weil das ist das Produkt, von dem ich weiß, dass es drin ist. Ich habe ihn mir ausgesucht in der Farbe 617 Velvet Teddy. Das ist ja der Klassiker schlechthin, aber ich hatte ihn noch nie da und jetzt habe ich ihn hier und der soll ja so klasse sein. Kommt auf jeden Fall auch in meinen Fullface Beauty Boxen mit rein, was ich ja monatlich abfilme. Das ist ein ganz toller Ton. Dann nehme ich mir mal Maxim Spiegel her. Gefällt mir. Das ist eine schöne Farbe. Oh, mag ich. Ein schönes, ja, hellbraun, nudiges Bräunchen-Tönchen. Mag ich gerne leiden. Und die fühlen sich so toll an auf den Lippen. Mega, also das ist schon mal das Knallerprodukt und der kostet ja auch seine 20, 25 Euro. Und das ist das erste Produkt aus der Box. Yay, freue ich mich. Als nächstes habe ich hier drin, was ist das? Eau de Toilette, ein Parfum von Durance. Delicat Nymphea. Okay, ja, 14 Milliliter sind in diesem Parfum enthalten. Und ich würde jetzt einfach mal grob tippen, dass es auch wirklich ein Parfum ist. Kommt auch in meine Fullface Beauty Box mit rein. Oh, ganz toller Sprühstoß. Den Duft mag ich, das ist so richtig blumig. Oh, voll mein Ding. Ah, Delicate Waterlily, Wasserlilie. Ein ganz, ganz schöner Duft. Der gefällt mir. Finde ich cool. Guckt, schon zwei Produkte, dekorative Kosmetik. Ach, guck mal. Hier haben wir auch noch was mit dabei. MAC Explicime une carte cadeau. Also eine Geschenkkarte, die kannst du zwischen dem 1. September und dem 7. Oktober in einem MAC Store oder auf maccosmetics.fr einlösen. Okay, kann ich bei MAC Frankreich bestellen? Interessant. 15 € Gutschein ist das. Ja, auch das hat seinen Wert. Natürlich musst du für 40 € einkaufen, aber trotzdem hatten wir auch schon mal in einer anderen Box, glaube ich, mit drin. Ja, und da habe ich mir auch die MAC Foundation damals bestellt. Mal gucken, ob ich das auch im deutschen Onlineshop einlösen kann. Das wäre ja cool, ne? Das finde ich echt cool. Mal gucken. Okay, so, als nächstes ab und an. Achso, wir haben eigentlich 5 Produkte in der Box drin. Wir haben jetzt schon 2 rausgeholt. Und manchmal haben wir halt auch so kleine Parfümproben mit dabei. Zum Beispiel hier Paco Rabanne 1,5 Milliliter Lady Million Fabulous, ne? Das ist einfach eine Parfümprobe, aber das wird eigentlich nicht werttechnisch gezielt. Ist auch im Heftchen eigentlich nicht aufgeführt, weil da auch unterschiedliche Proben drin sein können. Ich finde das ganz schön, gerade wenn man jetzt so Richtung Weihnachten denkt, ne? Da hat man dann vielleicht auch mal Lust, so ein bisschen was auszuprobieren und das nicht in den Adventskalendern zu finden, sondern als Zugabe in der Box, finde ich das ganz fein. Und ja, deswegen darf es auch mit drin sein. Ich habe einen leichten Frosch im Hals, Leute.
Dann habe ich hier eine Handcreme. Okay, voila. Mhm. Tada. Eine feuchtigkeitsspendende Handcreme mit 40 Millilitern ist die. Ja, ob mich das jetzt... Ja, kann einen schön machen, muss aber nicht, ne? Also... Herzlich willkommen wieder zurück in der Welt. Jetzt bist du wieder am Arbeiten, darfst die Hände desinfizieren und dann kriegst du wieder trockene Hände und musst eine Handcreme verwenden. Ich weiß nicht, ob das der Zusammenhang ist. Ja, finde ich okay, dass es mit drin ist. 97% natürliche Inhaltsstoffe sind hier auch enthalten. Die B7-Box achtet auch ein bisschen auf diese ganze Natürlichkeit. Gut, jetzt bei einem MAC-Lippenstift nicht unbedingt, aber ne, bei vielen anderen Marken schon. Und ja... Ist okay, ne? Eine Handcreme, 40 Milliliter, läuft bei ihr. Kann man machen, muss aber eigentlich nicht sein, finde ich. Gehört zwar in jede Handtasche mit rein, aber naja. Von Kerastase haben wir auch was mit drin, das finde ich cool. Eine Haarmaske ist das. Das stärkt die Längen, okay. Und das ist zum Auswaschen, 75 Milliliter sind hier drin enthalten. Kerastase ist eine tolle Marke für die Haare. Das duftet immer so schön, jetzt habe ich hier überall das Parfum. Es riecht sehr, sehr aquatisch, sehr angenehm, mag ich gerne, werde ich ausprobieren und euch dann im Aufgebraucht-Video mal meine Review dazu geben. Du gibst auch bei der Blissim-Box dein Beauty-Profil an und die orientieren sich auch ein Stück weit daran. Das heißt, der Inhalt, den ich euch zeige, ist nicht zwangsläufig der Inhalt, den jeder in seiner Box hat. Schaut zum Beispiel bei der lieben Unbox-Butterfly Nicole vorbei, die packt die Blissim-Box auch jeden Monat mit aus, weil ich sie angefixt habe. Und bei ihr sehe ich immer wieder, dass doch so das ein oder andere Produkt ein bisschen abweichend ist. Und ja, genau, deswegen. Und ich habe angegeben, dass ich lange, strapazierte, rampampam, pflegebedürftige Haare habe. Deswegen habe ich wahrscheinlich einfach auch dieses Produkt für lange Haare halt mit drin, was ich toll finde. Wirklich, wirklich toll. Und das hier ist das letzte Produkt, das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr im Adventskalender auch mit drin. Perfect Pisum. Das ist ein Serum Botanique Booster Eclat Anti-Tache. Ein Whitening Anti-Spot Botanical Serum von Saif Paris. Und hier sind 12 Milliliter drin enthalten. Ja, das ist ein Gesichtsserum gegen dunkle Verfärbungen. Zum Beispiel, wenn man so schlau war wie ich und dann in der Vergangenheit den ein oder anderen Pickel vielleicht mal ausgedrückt hat, kann sich das unschön verfärben oder durch die Sonneneinstrahlung kann sich das Ganze unschön verfärben und da hilft sowas halt. Das gibst du wirklich punktuell nur auf, deswegen sind da auch nur 12 Milliliter drin und da solltest du aber wirklich drauf achten, wenn du solche aufhellenden Produkte verwendest, gerade so zu der Zeit von O bis O, also von Ostern bis Oktober, würde ich mal dazu sagen, wo die Sonneneinstrahlung am intensivsten ist, auf jeden Fall das entweder nur abends zu verwenden oder nochmal eine dicke Schicht extra Sonnencreme drüber zu packen, weil ansonsten kann das kontraproduktiv wirken und das macht dann nicht so viel Freude, ne? Aber ich finde es cool, dass es drin ist, weil das ein oder andere Stellchen in meinem Gesicht, wo ich das gerne anwenden würde, habe ich definitiv. Auch wenn ich mit den Produkten von Beauty Mates echt gut zufrieden bin und die ja auch das ein oder andere Produkt haben, was dagegen hilft. Auch da, Code Claudis Welt läuft, ne? Also nicht Code Claudis Welt läuft, sondern Claudis Welt gibt dir 20% Rabatt. Ist ein Affiliate-Rabattcode, ne? Kannst du aber immer 20% sparen. Also schau da auch mal gerne vorbei. Und auch für die Blissim-Box habe ich einen Code bzw. einen Link. Wenn du darüber die Box abonnierst, bekommst du 10 Euro Rabatt. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Ich glaube, das zählt sogar, wenn du generell dort im Shop shoppen gehst. Ja. So, wir haben 1, 2, 3, 4, echt? Nein, 1, 2, 3, 4, 5 Produkte in der Box. Und ich finde, dass wir einen guten, ausgeglichenen, ne? Also ein schönes Verhältnis in der Produktvielfalt hat. Mein Freund hat mich gerade gerufen, es gibt sofort was zu essen. Mir hat sie sehr, sehr gut gefallen und ja, ich denke auch werttechnisch liegen wir wieder einer nicen Geschichte und ja, Abo läuft weiter. Ich bin gespannt, was es im Oktober gibt, ob es das Spooky wird oder wie auch immer. Da kommt ja so langsam diese Chillzeit. Und ihr Lieben, das war es jetzt auch hier von mir. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!